Ich möchte in mehreren Videos erklären, was für Fehler beim Stricken passieren können, wie sie entstehen und wie sie behoben werden können. Ich beginne mit einem ganz häufigen Fehler für Strickanfängerinnen. Das Strickstück wird im Laufe der Zeit immer weiter und es sind mehr Maschen da. Bei diesem habe ich mit 16 Maschen angefangen und jetzt stelle ich fest, dass ich schon 19 Maschen habe. Die Fehler sind hier. Ein Fehler sogar mit einem Loch. Hier ist ein Fehler. Und hier am Rand. Um zu erkennen, wo Fehler sind, ist es hilfreich, wenn man zuerst einmal weiß, genau wie die Maschen aussehen und wie das Strickzeug aussehen sollte. Das zeige ich an einem anderen Stückchen Strickzeug. Und zwar kann man hier sehen, dass die Maschen, jede Masche ist wie ein V und die liegen in schönen Reihen, eine Masche nach der anderen. Wenn also man eine Masche von oben runter verfolgt und den Nachbarn auch mit runter verfolgt und sieht, dass auf einmal eine Masche dazwischen ist, dann hat man einen Fehler entdeckt. Als erstes zeige ich jetzt einmal, wie Fehler entstehen können. Hier haben wir einen Fehler am Rand. Das, was falsch gemacht wird, damit eine Masche zu viel am Rand ist, ist, dass beim Stricken eine Schlaufe, eine extra Schlaufe hier auf der Nadel liegt, bevor die erste Masche gestrickt wird. Und schon habe ich eine Masche zu viel. Wenn ich zurückstricke, dann würde ich denken, das ist eine ganz normale Masche und würde sie abstricken. Was vermutlich noch häufiger passiert, wenn ich hier jetzt rechts stricken will, dann muss der Faden hinten sein. Ist der Faden vorne, dann kann es leicht passieren, dass ich ihn festziehe und auf einmal habe ich hier zwei Maschen aus einer gemacht, die ich dann auch doppelt abstricken würde, wenn ich in der Rückreihe sich strecke, also auch eine Gefahr, wenn der Faden nicht auf der richtigen Seite ist. Wenn ich stricke, muss er hinten sein. Wenn ich eine Reihe anfange mit linken Maschen, muss er vorne sein. Dann haben wir diesen Fehler. Da wurde eine Masche zusätzlich herausgestrickt. Das kann geschehen, indem ich eine Masche stricke und dann aber diesen Teil der Masche nicht, wie ich tun sollte, runtergleiten lasse, sondern noch auf der Nadel habe und nochmal reinstricke. Ein Loch, wie hier zu sehen, entsteht, indem eine Schlaufe Wolle auf der Nadel landet, die nicht dorthin gehört, die auch in der nächsten Reihe wieder abgestrickt wird. Wenn ein Fehler nicht weit zurückliegt, dann ist der einfachste Weg, den Fehler zu beheben, indem ich zurückstricke. Um zurückzustricken, mache ich das, was ich, um vorwärts zu stricken, mache ich einfach umgekehrt. Ich steche mit der linken Nadel in die letzte Masche, also nicht hier oben rein, sondern in die Masche, die unten drunter liegt, in diesem V, und nehme diese Masche auf die Nadel, lasse sie von der rechten Masche gleiten und kann den Faden dann einfach rausziehen. Ich zeige es noch einmal. Die linke Nadel in die Masche der vorhergehenden Reihe stecken, von vorne nach hinten. Die Masche von der rechten Nadel gleiten lassen. Und hier bin ich schon bei meinem Fehler. Den Faden anziehen. Wenn der Fehler mehrere Reihen zurückliegt, ist es am einfachsten, wenn ich eine andere Nadel nehme und in eine Hälfte jeder Masche steche. Das heißt, ich nehme hier, also das ist die Randmasche, und dann nehme ich jeweils die rechte Seite der Masche auf meine Nadel. Das mache ich die ganze Reihe hindurch. Immer die rechte Seite auf meine Nadel.
Tasche. Dann kann ich die richtige Nadel rausziehen, kann das Stück, das ich aufziehen muss, aufziehen und habe dann wieder die Maschen auf der Nadel und kann weiter stricken. Manchmal ist es am sinnvollsten, einfach wenn man merkt, eine Masche zu viel ist da, in der nächsten Reihe einfach unauffällig zwei zusammen zu stricken. Aber das sind mehrere Wege, wie man seine Fehler entdecken kann und auch beheben kann.